Ich konnte diese Mission nicht allein ausführen und dachte deshalb an meinen alten Freund und Waffenbruder Porthos. Portos, du Idiot, bist du verrückt? Empfängt man so einen alten Freund, hä? Du musst mal geölt werden. Du bist schon etwas eingerostet. Und ich dachte, du schläfst. Nur meine eine Hälfte. Die andere war noch wach. Nicht schlecht, aber von jetzt an müssen beide Hälften wach bleiben, wenn du am Leben bleiben willst. Wer will mich denn umbringen? Des Königs. Warum? Du stellst viel zu viele Fragen. Wir haben eine Menge zu tun. Zuerst müssen wir sehen, wo kriegen wir Dienerkleidung für dich her. Für wen? Für dich, mein Freund. Ich möchte, dass Nicht für mich. Nicht dazu. Portos, du bist zu elegant. Wenn du durch die Straßen gehst, starren dich die Leute an. Deine Eleganz erweckt zu viel Aufmerksamkeit. Hm? Stimmt. Aber du kriegst mich nun einmal nicht in Dienerkleidung. Außerdem habe ich mich doch längst zurückgezogen. Ich bin reich, glücklich und friedlich. Ohne Zweifel der bestaussehende Diener von ganz Frankreich. Die Stubenmädchen werden ganz verrückt. Du wirst in die Geschichte eingehen als schönster Diener aller Zeiten. Na? Interessant. Wohin gehen wir? In eine Kirche. Schnüffeln.